Ich heiße Sammy, ich bin 10 Jahre alt und gehe in die 5. Klasse der Luisenschule. Hallo, ich bin Laurina, ich bin 11 Jahre alt, gehe in die 5. Klasse der Luisenschule. Ich bin Sophie aus der 5E und ich kam aus der Grundschule Ampenmasen. Ich bin Papitris und ich komme von der Staatenhausschule. Ich heiße Rehmann, bin 11 Jahre alt, gehe in die 5. Klasse in der Luisenschule. Das, was uns ganz besonders macht und von anderen abhebt, dieser eine Merksatz ist, wir denken die Schule für den Schüler und nicht vorrangig für Eltern oder für Lehrer oder für die Regierung, sondern wir gucken ganz genau hin, was brauchen die Schüler für ihre Entwicklung. Und zwar fachlich, aber ganz wichtig ist uns dann auch neben dem Fachlichen die menschliche Seite. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen! Die ersten Wochen fand ich sehr cool und weil ich wieder neue Freunde gefunden habe, obwohl ich am Anfang nur mit einem Freund in die Schule kam und bin auch Klassensprecher geworden. Ja, die Schule hat sich eigentlich immer konsequent auf aktuelle Entwicklungen und auf aktuelle Anforderungen der Schüler eingestellt. 45-Minuten-Rhythmus ist ja ein völlig alter Rhythmus, ein künstlicher Rhythmus. Der passt eigentlich gar nicht mehr zu den Anforderungen modernen Unterrichts. Und uns ist besonders gut eigentlich die Entwicklung des modernen Ganztagsunterrichts gelungen. Hierfür haben wir die Einrichtung des Ganztags, auch die Unterrichtsstunden, aber auf 60 Minuten umgestellt, weil man in 45 Minuten nicht entsprechend üben kann. Ich bin gut an der Luisenschule angekommen. In den ersten beiden Wochen hatten wir eine Einführung und ich fühle mich ganz wohl in der Luisenschule. Bilder an und nennt ihr bitte die Maschine oder im Biounterricht waren wir schon auf dem Bauernhof und durften die Tiere sogar füttern. Passend dazu haben wir im Philosophieunterricht über die Tierhaltung geredet. Letztens hatten wir ein Sportfest, dort haben wir ein Abzeichen für die Bundesjugendspiele bekommen. Unsere Abschlusszahlen sind eigentlich jedes Jahr wieder überwältigend für mich. Wir hatten jetzt gerade die Abschlüsse vor 2 Wochen, die Abschlussfeier. Die Abschlusszahlen selber sind wirklich fantastisch, obwohl sie nicht verschenkt werden, die Abschlüsse. Manche sagen ja auch, es wird einfacher, das stimmt nicht. Also zumindest bei uns nicht. Die Anforderungen werden nach wie vor hochgehalten, aber der moderne Unterricht und die eben schon angesprochene enge Beratung aller Beteiligten führen dann wirklich dazu, dass in jedem Jahr alle Schüler einen Abschluss erhalten. Entscheidend für uns aber ist, dass mehr als die Hälfte der Abschlussschüler sogar den sogenannten KUFA-Merk, der zum Besuch einer gymnasialen Oberstufe berechtigt, erhalten. Und das sind enorme Zahlen. Wir kriegen ganz viele Rückmeldungen dann von den Gymnasien, dass die wirklich sehr, sehr gut laufen. Und das erfüllt uns auch mit Stolz. Was ist eurer Meinung nach halt der größte Vorteil an den Windrädern? Dass es sehr umweltfreundlich ist. Ja. Was ist der Nachteil der Windräder? Also der Wind weht halt nicht immer und es zerstört auch ein bisschen den Lebensraum für Tiere. Okay, Thema Beatboxing. Meine allererste Frage ist eigentlich folgende. Wer weiß, was überhaupt Beatboxing bedeutet? Was hat das mit Musik zu tun? Florian? Also Beatboxing hat so wie der Name schon sagt, macht man mit dem Mund ein Beat. Und genau das probieren wir jetzt aus. Und zwar treffen wir uns oder ihr euch gleich in Dreiergruppen
und versucht, dann verteilt ihr euch in der Schule, auf dem Schulhof und ihr versucht gemeinsam zu dritt einen eigenen Beatboxing-Rhythmus zu erfinden. Klasse ist ganz cool, weil ich viele neue Freunde gefunden habe und mit denen immer Fußball spiele und weil die immer auch hilfsbereit sind. In unserer schuleigenen Mensa können die Kinder täglich frisch zubereitetes und gesundes Essen bekommen. Die Luise ist toll, weil man hier immer was erlebt. Naja, das ist also die Ich kannte hier vorher noch niemanden und jetzt habe ich auch schon viele neue Freunde gefunden. Ja, aber ich auch. Doch du redest immer weiter, ich find's irgendwie charmant. Und alles weiter ist ein Kaffee mit einem Stift auf deiner Hand. Welcher Vorteil ergibt sich aus unseren zwei Schulstandorten? Alle empfinden natürlich diesen Platzgewinn, diesen Raumgewinn als sehr entlastend. Es erweist sich aber als richtig gut, dass die Jahrgänge 5 und 7 zusammen unterrichtet werden in einem Standort und fußläufig natürlich erreichbar, sonst ginge das gar nicht. Das sind nur 600 Meter entfernt, die 8er bis 10er. Unterrichtet werden, weil einfach unterschiedliche Bedürfnisse so bei den Jüngeren und bei den Älteren da sind und diese Bedürfnisse so besser erfüllt werden können. Welche Lernzeitaufgaben sind zu erledigen? Rehmann? Die Matheberichtigung. Das ist unsere Philosophie, hier wird in der Schule gelernt. Fallen viele Lernphasen zu Hause weg. Denn es gibt zum Beispiel im Ganztag ja eigentlich keine Hausaufgaben. Die reduzieren sich auf ein Minimum. In den Lernzeiten helfen uns unsere Lehrer und Mitschüler bei den Lernzeitaufgaben. Das sind jetzt Zentimeter und du sollst das in Millimeter verwandeln. Dilly, kannst du mir die Aufgabe erklären? In den Lernzeiten können wir auch ins Selbstlernzentrum gehen, um für Projekte oder andere Sachen zu recherchieren. Wir haben auch verschiedene Förderangebote, LAS, also Lese-Rechtschreib-Schwäche, und FÖRSCH für Mathe, falls ihr Probleme bei Mathe habt. Die Sportjugend ist neben allen anderen Kooperationspartnern, die Universität Bielefeld, viele Grundschulen, weiterführende Schulen, Betriebe wie Firma Euscher zum Beispiel oder auch andere Institutionen, eigentlich unser wichtigster Partner. Die unterstützen uns täglich in der Beratung, stellen ja auch Sozialarbeiter. Im Alltag sind immer mehrere qualifizierte Sozialpädagogen da, die sich dann um Sorgen und Nöte der Schüler kümmern und zunehmend natürlich auch um Sorgen und Nöte der Eltern. Und das entlastet die Lehrer im Alltag ungemein. Ich bin in der Informatik AG, das ist dort sehr cool und wir haben dort Tippen mit 10 Fingern gelernt. Ich gehe in die Wade AG und finde die AG ganz gut, weil auch meine Freundin dabei ist und wir in der Wade AG ganz viel Spaß haben. Weil Luise für Erfolg steht, du bist die hier geschwindlich, da bist du auf dem Holz, wie die Zehen kann ich rechnen, sondern nur die Stärken, das Leben in der Hand.
und Lernen mit Herz bedeutet für mich, eigentlich bei allen Erwartungen und Aufgaben, die an mich und an die Schule gestellt werden, immer menschlich zu bleiben und einen gemeinsamen Erfolg von Schülern und Mitarbeitern hinzubekommen. Fritzchen geht in mein Haus, was fehlt? Der Witz.